Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Pünktlich zum zweiten Advent möchte ich euch zeigen, wie ich Kinderpunsch im Dutch Oven mache. Und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigt ihr. Kommt mal bitte ran. Wir haben hier 1 Liter Waldfrüchtetee, 700 Milliliter milden Apfelsaft, 350 Milliliter milden Orangensaft, roten Traubensaft 350 Milliliter. Heute möchte ich mal das Ankerkrautgewürz benutzen. Das haben wir jetzt noch nie gehabt. Ist neu gekommen. Probieren wir mal aus. Habe jetzt dafür 1,5 Esslöffel genommen in einen Teebeutel. Und da ich keine Befestigung habe, habe ich einfach mal das Teesieb oben drauf genommen, dass es auch zu bleibt. Wir brauchen eine Zitronenscheibe, wir brauchen eine Orangenscheibe. Jetzt schneiden wir eine Scheibe Zitrone und eine Scheibe Orange ab. Schön wäre ein schönes Schneidbrett. Naja, irgendwann. Freut euch schon drauf. Wird ein schönes Schneidbrett, wenn es dann mal fertig ist. So, haben wir. Die Kohlen sind durchgeglüht. Jetzt mache ich mal 4 Stück drunter. Weil wir wollen nicht, dass es kocht. Einen größeren in der Mitte. Und es wird reichen. Vielleicht müssen wir sogar eine Kohle wieder wegnehmen, weil es zu heiß wird. Das gucken wir uns an. Stellen wir den Dutch Oven mal auf. Lasst ihn jetzt vorwärmen und dann werden wir erstmal beginnen, den Liter Tee reinzumachen. So, der Boden wird langsam warm. Ich mache jetzt mal den Tee rein. Die Mengenangabe kommt wieder in die Infobox. Das ist hier auf jeden Fall 1 Liter Waldfruchttee oder Waldbeerentee. Der ist auch noch leicht warm. Und die anderen Zutaten kommen jetzt auch rein. Der Orangensaft, der milde. Der Traubensaft. Und ich habe jetzt ganz bewusst keinen Zucker mit dazu genommen, weil wir mögen halt diesen, ich sag mal, Punsch, der ein bisschen apfelsaftlastig ist oder apfellastig ist. Und der ist süß genug für unseren Geschmack. Gewürze mit rein. Das ist das erste Mal, dass wir von Ankerkraut die Gewürze benutzen. Bin ich echt mal gespannt. Zitronenscheibe. Und die Apfelsinenscheibe. Das werde ich jetzt mal beobachten. Sag mal, so 5 Minuten werden wir bestimmt brauchen, bis es anfängt, dass alles warm wird. Es soll sich auch nur vermengen und leicht warm werden. Es soll auf gar keinen Fall kochen. Sonst werden die Gewürze auch bitter. Ich schreibe nachher noch in die Infobox, was in diesem Glühweingewürz alles drin ist. Das habe ich jetzt nicht aufgezählt. Ich kann es auch kurz vorlesen. Ist ja alles hier in der Nähe. Also Zimt ist drin, Orangenschalen sind drin, Zitronenschalen sind drin. Das haben wir jetzt hier zwar auch nochmal, aber das ist ja nicht schlimm. Nelke, Sternanis und Vanillestangen ist mit bei. Hört sich schon mal lecker an. Fängt auch schon wahnsinnig gut an zu riechen. Freue ich mich schon. Und ich denke mal, die Kinder werden sich vor allen Dingen freuen. Die mögen Kinderpunsch. Vor allen Dingen zur Weihnachtszeit. Ja, das ist perfekt zum zweiten Advent. Minuten sind um. Ich habe jetzt mal einen Thermometer reingehangen. Wir haben hier jetzt 65 Grad. Also die Kohlen von Greek Fire machen schon ganz schön Ballett, aber es ist trotzdem sehr kalt draußen.
Ja, über 80 Grad sollten wir nicht kommen, aber vorher höre ich auch nicht auf, dass sich alles vernünftig miteinander vermengt und dass die Gewürze sich auch entfalten konnten. Ich habe jetzt die Zitrone hier auf dem Boden, dass der Fühler auf der Zitrone liegt, auf der Scheibe. Und dass ich jetzt nicht nur den Boden messe, die Temperatur. Es geht in die richtige Richtung, es riecht mega lecker. Ich freue mich schon aufs Verkosten. Wahnsinn. So. 15 Minuten sind jetzt um. Schaut euch das an. Wir haben hier jetzt 78 Grad. Die Gewürze kommen auch langsam durch. Ich rieche hier ein bisschen die Nelke. Mal gucken, ob das nachher noch schmeckt. Aber ich gehe davon aus. Sehr schön. Ich koste jetzt mal, schmeckt es mal ab, ob irgendwas fehlt. Oh, lecker. Also für mich fehlt gar nichts. Echt lecker. Der Apfel kommt super durch, genauso wollten wir das. Und die Gewürze von Ankerkraut runden es echt wahnsinnig gut ab. Kann ich nur empfehlen. Dann nehme ich es von der Feuerstelle, lasse noch kurz durchziehen und dann wird verkostet. Freue ich mich drauf. Jetzt kann endlich verkostet werden. Ich habe den Deckel kurz drauf gemacht, dass das nochmal die Wärme hält. Guck dir das mal an, wie lecker das aussieht. Das riecht so herrlich. Tässchen. Machen wir uns mal was rein. Prost. Also ein schöner Apfelkinderpunsch kann man noch dazu sagen. Schmeckt echt lecker. Macht's nach. Schreibt was in die Kommentare. Lecker. Das ist das Richtige für den zweiten Advent. Was ist das da? Erwachsene können sich natürlich auch einen kleinen Schuss reinmachen. Prost. Ui, schmeckt jetzt noch mal besser. Aber als Kinderpunsch geht er auf jeden Fall durch. Sehr lecker. Kinder werden sich freuen. Und bis dann. Papa darf auch? Na klar, hol dir eine Tasse. Echt lecker.